digitale Assets sind als Anlageklasse angekommen und es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, beziehungsweise wer möchte mitmachen und wer verpasst den Zug. Wir befinden uns heute auf dem Krypto-Investoren-Tag in Frankfurt und bei mir ist Olaf Hannemann von der Schweizer Venture Capital Boutique CVVC. Olaf, ihr investiert in Venture Capital Unternehmen aus dem Kryptobereich. Wie hat sich der Kryptomarkt entwickelt, wenn man auch die allgemeine wirtschaftliche Lage im Moment im Vergleich sieht? Ja, der hat sich normalisiert. Vielleicht kurz zur allgemeinen Lage. Also im Moment sind wir natürlich in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Wenn du mit führenden Volkswirten sprichst, ist davon auszugehen oder wird häufig erwartet, dass es eine 50% Chance gibt, dass man in eine verlängerte Rezession reinläuft, insbesondere auch zentralbankgetrieben und zinsgetrieben. Gleichwohl manche wirtschaftlichen Daten gar nicht so verkehrt sind. Aber das hat natürlich Auswirkungen sowohl auf die generellen Finanzmärkte als auch auf die Kryptomärkte als auch auf Venture Capital, sowohl was die Preise anbetrifft, als auch natürlich das eher abwartende Haltung von Investoren, die das Ganze erstmal beobachten möchten. Aus unserer Sicht haben sich die Preise im Krypto- und Blockchain-Bereich und Venture Capital-Bereich allerdings viel mehr normalisiert. Sprich, wir glauben, hier ist jetzt eine gute Basis, um die Innovation in die Zukunft zu bringen. Wo siehst du denn das größte Innovationspotenzial momentan? Gut, also gibt es verschiedene Themen. Das eine ist, die Frage, die häufig an uns kommt, ist digitale Assets. Da glauben wir, da kann man Haken dran machen. Das ist wirklich nun angekommen als alternative Anlageklasse. Und die Beispiele, die ich dort häufig nenne, ist, wenn man sieht, dass BlackRock mit Coinbase eine Partnerschaft eingeht, wenn man sieht, dass Fidelity ein Physical Bitcoin ETF lanciert, wenn man sieht, dass eine Bank wie Goldman Sachs auf Bitcoin-backed Basis Finanzierungen betreibt, kann man dort einen Haken dran machen und sagen, digitale Assets sind als Anlageklasse angekommen und es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, beziehungsweise wer möchte mitmachen und wer verpasst den Zug. Blockchain-Anwendung ist ein anderes Thema. Dort, glauben wir, dauert es in einem Corporate-Bereich länger, um einfach industrielle Prozesse so sicher und skalierbar zu machen, dass sie mit der Technologie abwickelbar sind. Aber wenn es kommt, wird es sehr, sehr schnell kommen, zum Beispiel im Bankbereich, wo wir natürlich die letzten 12 Monate viele große Trends sehen, sind einerseits Metaverse und NFT als Anwendungen im Bereich insbesondere Konsumgüter, Luxury, Kundenbindung, neue Erfahrungen auch für Brands schaffen und andererseits jetzt im spezifischen Fall im Regionen und hier insbesondere Afrika. Wir glauben, dass die Technologie wie geschaffen ist für den afrikanischen Markt und sind deswegen auch vor Ort aktiv. Und wie ist Europa aufgestellt in Bezug auf digitale Assets? Europa entwickelt sich. Ich habe das Gefühl, dass viele europäische Finanzinstitutionen und auch Investoren einen Tick länger brauchen als die führenden internationalen. Ich glaube, bei den internationalen ist ein höheres Mindset von wir kannibalisieren uns lieber selbst, als dass wir darauf warten, dass es jemand anders tut, vorhanden. Aber wir sehen das jetzt schon kommen. Also das Interesse ist stark am Wachsen von verschiedenen Anlageklassen, auch von Banken, die sich die Technologie zunutze machen, in den Bereich einzusteigen. Heute ist ein wundervoller Beispiel dafür, wo wir gesehen haben, wie breit die Investoren Gruppe war, die an unseren Themen Interesse hatte. Und wie korrelieren eure Investments mit dem allgemeinen Kryptomarkt? Also unser Fokus und Schwerpunkt ist ja auf Startups, die sich die Blockchain-Technologie zunutze machen, um tatsächlich Anwendungen zu entwickeln. Wir investieren fast ausschließlich bis dato in privates Eigenkapital von den Startups und nicht in Token, gleichwohl wir das in Zukunft auch machen werden. Und von daher gibt es eigentlich gar keine Korrelation, weil es wirklich, die machen sich die Technologie zunutze. Token-Modelle finden in dem Sinn nur bedingt statt und die sind davon verschont geblieben. Was man natürlich sagen kann, ist, wenn grundsätzliche Märkte, also Finanzmärkte als auch Kryptomärkte, schwächeln, ist es schwieriger auch für unsere Projekte an neue Investorengelder zu kommen. Das heißt, die müssen halt wirklich einen sehr, sehr guten Pitch hinlegen und einen sehr guten Case machen, um an neue Investorengelder zu kommen. Aber sozusagen die Performance ist unbeeinflusst von den Preisen im Kryptomarkt. Sagt Olaf Hannemann. Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, Dankeschön.